Die letzten Schläge von Felix Langberg hier in der Kabine mit Trainer Christian Morales. Haken. Jawohl, nochmal. Jawohl, nochmal. Sehr schön. Und das ist der Gegner des Rostockers, Ramazi Gogichaschwili. Aus Gori in Georgien, 27 Jahre alt, ist vor 4 Jahren über die Runden gegangen mit Ilya Mesentsev. Aber keine Frage, für Langberg mit seinen Ansprüchen, mit seiner Vita ist ein Sieg Pflicht gegen Gogichaschwili. Langberg, 6 Profikämpfe, 6 Siege, alle vorzeitig gewonnen. Sie lieben ihn in Rostock. Die 200 Kilometer von der Ostsee bis ins brandenburgische Falkensee sind für die Langberg-Fans keine Entfernung. Aus der Hansestadt Rostock, herzlich willkommen, die Red Corner. Ringrichter ist Andreas Schweiger. Felix Langberg, rechts, athletischer, größer als Gogichaschwili. Er muss versuchen, seine Reichweitenvorteile auszunutzen. Erste Attacke von Gogichaschwili. Langberg arbeitet gut mit seiner Linken, gleich 3-mal rausgestoßen. Und nochmal. Beide in der Normalauslage, die linke ist die Führungshand. Langberg, bisher gut mit der Führungshand. Jetzt erstmals mit rechts. Jawohl. Das Jawohl kommt von Christian Morales, Langbergs Trainer. Bis auf den ersten Profikampf ist er immer in der Ecke von Langberg. Bisschen tiefer ansetzen, ne? Morales arbeitet inzwischen in Hamburg. Unter anderem mit dem deutschen Meister im Schwergewicht, Peter Kadiru. Schön oben dran lassen. Und in Ruhe. Tiefer, tiefer, tiefer. Zieh als Aufwärtshaken. Morales hat am Bramkamp eine ganze Reihe von Schwergewichtlern zusammengezogen. Auch Felix Langberg trainiert dort mitunter. Kann von diesen Sparringseinheiten ganz sicher nur profitieren. Stimmung bei Langbergs Kämpfen immer hervorragend. Genau, schön oben ran, so ist gut. Jawohl, prima. Morales lobt die Maid-Bewegung von Langberg, der Gogichaschwili bisher kein Ziel bietet. Genau. Jawohl, so ist richtig, Felix. Kinn runter dabei. Gerade aufwärts, gerade aufwärts. Jawohl, prima. 2 gute Treffer zum Körper. Gogichaschwili erstmals aus dem Gleichgewicht. Das war ein Versuch zur Leber von Langberg. Ja, so ist richtig. Jawohl, prima. Ja, oben dran, oben dran. Jawohl, locker Jab. Jawohl, prima. Nächster Körpertreffer von Langberg. Diesmal mit der Linken. Er hat Wucht in seinen Fäusten, der Rostocker. Jawohl. Klopfzeichen für die letzten 10 Sekunden der Runde, die Felix Langberg dominiert hat. Das sollten 10-9 Punkte sein bei allen 3 Kampfrichtern. Der Kämpfer in der blauen Ecke ist die Maschinen. Wasser. Und gut. Tief, gut. Ne? Tiefer ansetzen das Ding, ne? Ja, ne? Jab und dann schön in den Mitte hoch, den Aufwärtshaken, ja? Okay. Tief, Luftung. Okay. Ne? Wie gesagt, aufpassen, haut darüber, ne? Ne? Dass du wieder schön schnell bist, weißt du, bumm und dann oben ran die Hände, weißt du? Ne? So, und dann nimm kurz einen Schritt raus und dann haust du gegen. Weißt du? Ja? Alles klar? Ja. Gut. Tief drauf. Gut. Ja, genau so.
Tiefluft holen. Ne? Schön blocken, 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 bumm, mal einen Schritt raus, weißt du, dann kommt er nicht mehr und dann raus zu gehen. Vier seiner bisher sechs Kämpfe hat Langbeck schon in der ersten Runde beendet. Gogicashvili hat immerhin schon die zweite erreicht. Das ist vor ihm erst zwei Boxern gelungen. Langberg hält sofort die Mitte, will weiter der bestimmende Boxer sein. Oh, Gogicashvili, gleich vier Führungshände durch den Georgier. Er will Langberg beeindrucken. Jawohl, prima. Der war gut. Schön in Ruhe. Genau gucken. Harte Hände von Langberg. Die letzte Rechte allerdings war auf der Deckung. Ja, und darüber die Rechte. Er sieht zielgerichteter, entschlossener aus als Gogicashvili. Jawohl. Jawohl. Lob von Morales für diesen Körpertreffer. Langberg, durchaus variabel, arbeitet nicht nur zum Kopf. Da ist eine Entwicklung zu erkennen beim Rostocker. Linke im Ziel von Gogicashvili. Langberg zu offen. Ja, aufpassen, lass die Linke oben dabei. Jawohl. Jawohl. Beide direkt vor Christian Morales. Immer gerade aufwärts, gerade aufwärts. Jawohl. Komm, bleib da. Gogicashvili, jetzt nur noch mit sparsamen Händen. Langbergs harte Hände haben schon vielen den Mut genommen. Und Jab von oben, ne? Jab von oben. Ja. Komm, Jab drauf. Gogicashvili versucht aktuell nur noch zu entkommen. Keine Entlastungsangriffe mehr. Oben ran, Jende. Zu die Deckung. Zu die Deckung, ne? Genau gucken, wo du hinschlägst. Und wieder oben ran, von oben, vom Kinn schlagen. Ja, lass so. Auch diese zweite Runde klar bei Felix Langberg. Der Kampf angesetzt auf 6 Runden. Wieder verteilen die Schläge, ja, verteilen. Rechter Haken rüber da. Ja. Auf Felix! Jawohl! Auf Ed! Ja, sehr gut. Danke noch bei beiden Kämpfern. Der Kämpfer genau so. Gut, setz hin. Ne? Genaue Schläge, weißt du? Nicht zu viel. Ja, genau schlagen. Okay. Ne? Triffst du doch gut die Aufwärtshaken, weißt du? Ne? Ja? Und danach wieder oben dicht machen. Immer wieder oben aufpassen, weil er gerade am Anfang rüberhaut. Ja? Ne? Oben dicht gucken, hinterher, bumm. Und dann guckst du dir das an, unten auf dem Bauch oder in der Mitte hoch den Aufwärtshaken. Okay, und dann kannst du mal gucken, dann kannst du. Andreas Schweiger, der Ringrichter, hat das Ende verkündet. Gogicashvili gibt auf. Na, Spaß mal. Ja, schön. 18.06. in Rostock, Stadthalle. Gogicashvili hat keine Lust mehr. Eine ernsthafte Verletzung ist nicht zu erkennen. Der Georgier hat offensichtlich genug Schläge von Langberg kassiert. Und jetzt ist es auch offiziell. Andreas Schweiger beendet den Kampf. Natürlich ein bisschen unbefriedigend, aber Gogicashvili hat offensichtlich gespürt, dass er ohne Chance ist. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde und hier das Urteil des Kampfgerichtes. Sieger durch TKO in der dritten Runde in der roten Ecke, Felix Langberg. Siebter Sieg im 7. Profikampf für Felix Langberg. Zum 7. Mal vorzeitig. Der Rostocker geht weiter seinen Weg. Langberg, sympathischer, positiver, offener Typ.
einer, der ankommt bei Publikum. Wir bedanken uns bei meinen Kämpfern. Und hier wartet seine Ehefrau, hier wartet Kim. Seit Februar 2021 sind beide verheiratet. Die Stimmen zum Kampf, Trainer und Boxer. Man hat ja zweite Runde gemerkt, da ist Felix so ein bisschen besser reingekommen, hat die Aufwärtshaken schon ganz gut getroffen, hat die Schläge gut verteilt, Kopf, Körper, hat auch schon leicht Wirkung hinterlassen. Aber ja, da sind dann diese Erfahrenen mit über 50 Kämpfen, diese Georgier, halt schlau genug, dann tut halt die Schulter weh auf einmal und bevor die dann schwer K.O. ging. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Ich hätte gern ein paar Runden mehr geboxt. Logischerweise, es hat gerade richtig angefangen Spaß zu machen. Mein Gegner hat mich versucht auszunocken in den ersten beiden Runden, hat alles gegeben. Hat dann wahrscheinlich gemerkt, vielleicht fahre ich richtig auf und hat dann das Handtuch geschmissen. Schade, aber trotzdem waren das zwei Runden, die mich weitergebracht haben und jetzt geht der Fokus auf Rostock Box und volles Programm. Das Langberg-Team in der Kabine. Sieg eingefahren, Aufgabe gelöst, Erfahrung gesammelt. Als Sachen, an denen wir noch arbeiten müssen, das ist klar, ne? Du siehst das immer, ne? Deswegen ist sowas immer das Beste, weil so kriegst du die beste Erfahrung.